Servus zusammen, hallo. Rocco Reitz, Borussia Mönchengladbach. Reitz! Jawohl! Jetzt ist er drin. Die ganze Woche jetzt war für mich wirklich wie im Traum. Beim DFB überhaupt zu spielen, ist für mich schon ein Traum. Brian Gruder, Mainz 05. Das ist Spaß, das ist sehr wichtig. Nicht so viel Kopf machen, einfach spielen wie damals. Und es ist einfach top. Maxi Bayer, TSG Hoffenheim. Läuft gerade sehr gut für mich und ja, ich bin natürlich froh, wenn es so weitergehen würde. Merlin Röhl, SC Freiburg. Merlin Röhl! Super gemacht! Und dann habe ich aber auch richtig gemerkt, wie sehr ich wirklich beim Fußballspielen einfach nur beim Fußballspielen war und wirklich nirgendwo anders. Und ich glaube, das ist mit das Schönste, was man so haben kann als Fußballer. Ja! Die Art und Weise, wie diese Mannschaft eine Mannschaft gerade wird, wie sie zusammenhält, ja, top. Deswegen gibt es für einen Trainer dann nichts Schöneres. Unglaublich. Also ich glaube, das ist das Schönste, was es gibt fürs Land, dann auch spielen zu dürfen und den Adler auf der Brust tragen zu können. Dann geht auch noch ein nächster Traum in Erfüllung, vor allem als U21-Nationalspieler, was ja schon eine Hausnummer ist. Der Messi vom Niederrhein. Messi vom Niederrhein. Ist natürlich zur Belustigung witzig. Kann man darüber schmunzeln ein bisschen. Ist ein kleiner Scherz am Rande in der Mannschaft. Ich gönne Merlin sein Messi-Solo unglaublich. Hat er super gemacht. Wie er sich gefreut hat, war sehr, sehr cool zu sehen. Dann haben wir direkt gefeiert. Das machen wir immer so. Ja, vielleicht noch eine Woche und dann ist das auch wieder vergessen und dann ist das auch wieder komplett egal. Dann geht es einfach genauso weiter wie vorher. Dass wir beide, dass wir uns verbessern müssen und dass wir auch Potenzial haben, uns zu verbessern. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als kurzzeitig ein Messi im Breisgau oder im Niederrhein zu sein. Dem eine große Wertigkeit zu geben, ist eigentlich nicht fair und das macht man nicht, weil das ist ein Riesenspieler, was der alles geleistet hat. Unglaublich, ist ein Vorbild für mich. Der Messi von Sinsheim wahrscheinlich, oder? So vom Typus her, der dir gefällt, wo du am meisten hinguckst. In der Bundesliga jetzt schon, würde ich schon sagen, so Müller und Kane. Bayer ist das. Einer der schnellsten der Liga. Maxi Bayer, der ja auch in der Bundesliga schon unfassbare Treffer erzielt hat. Und manchmal ist er aber auch komplett aus. Da weiß ich gar nicht, was meine Füße da eigentlich unten machen. Das geht alles dann viel zu schnell. Sein Speed ist überragend. Ist einfach geil, mit ihm zu spielen. Genießen und ja, das Beste draus machen. Ich bin sehr stolz, dass ich die Möglichkeit habe, für die U21 zu spielen und auch performen kann. Und ich probiere jetzt den Sprung mitzunehmen, auch aus den Bundesligaspielen, um uns die bestmöglichste Ausgangslage zu geben, um an der EM teilzunehmen. Der Verein ist ja noch im Vergleich echt jung, 2 Jahre jünger noch mal als wir. Man spielt mega selbstbewusst, tritt mega selbstbewusst auf und das ist eine Riesenbasis fürs Besserwerden. Er wird in jedes Training gehen und wird immer seine bestmögliche Performance auf den Platz kriegen, sondern in Situationen geht, in die andere vielleicht nicht gehen würden. Der denkt einfach nicht mehr nach, der macht einfach seine Sache. Dann dribbelt er los, spielt den Ball, schießt das Ding in den Winkel. Das war ja mein erstes Tor. Es war unbeschreiblich. Mein Gefühl war, ich konnte es nicht beschreiben. Ich habe einfach Tränen bekommen, weil es sowieso ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Es war einfach überragend. Ja, der macht sich auch keinen Kopf. Der macht einfach. Also bei Brian. Dadurch entstehen dann halt auch so besondere 1-gegen-1-Situationen, die andere nicht lösen können, weil sie gar nicht so oft in diese Situation reingehen, weil sie vielleicht für andere aussichtslos erscheinen.
Wunderbrei dafür. Und wenn es gehen würde, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Ich würde einfach machen, ohne nachzudenken. Thomas Müller holt sich dein Trikot, weil er dich geil findet. Was macht denn das mit einem? Ja, natürlich, dass er auf Instagram mein Trikot postet und sich bedankt. Das ist nicht selbstverständlich, das ist sehr top. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, ist natürlich ein gutes Gefühl, aber auf Social Media gucke ich nicht viel nach oder wenn Leute auf mich einreden, das kriegen die nicht hin. Und wenn es auf den Platz geht, dann ist sowieso mein Kopf frei und denke ich nur ans Kicken. Schon nicht so einfach, da auf dem Boden zu bleiben und auch realistisch zu bleiben, dass es Höhen und Tiefen geben wird. Es bringt nichts abzuheben. Jeder Mensch ist der gleiche, egal was er macht, egal wo. Jedem Respekt zollen und so sollte man das Leben gehen. Das gehört in der heutigen Welt dazu, dass man auch relativ schnell nach oben gehypt wird. Ich glaube, dass alle Jungs wissen, dass sie mit solchen Situationen auch bewusst umgehen müssen. Ich lese da nicht so viel an meinem Handy und ja, lass da jetzt auch nicht so viel an mich rankommen. Ich probiere da einfach, mich zu konzentrieren, bei mir zu bleiben. Alleine jetzt nur bei WhatsApp kriege ich mega viele Nachrichten. Oh, Glückwunsch, toll, wie es läuft und so. Das kann mich auch zu den falschen Gedanken bringen. Vielleicht sorgt es dafür, dass du ein bisschen weniger arbeitest. Vielleicht sorgt es dafür, dass du ins nächste Spiel gehst und mit eigentlich einer ordentlichen Performance unzufrieden bist. Und das kann dann wieder zu einer Negativspirale führen. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man dann so in der Mitte bleibt und diese Ausschläge mitnimmt und sich mega freut, wenn natürlich so ein Tor passiert, aber auch nicht mehr. Also man muss das dann früh wieder versuchen loszulassen. Männer, Kompliment! Geiles Spiel, geile zweite Halbzeit! Man spürt schon, dass von Anfang an eine gewisse Chemie schon da ist und auch das Bedürfnis zu wachsen. Wir sind Freunde hier und ja, halt seine Freunde mal wieder zu sehen, tut einem auch gut. Und jetzt ist das eingetreten, was wir vor dem Spiel gesagt haben. Nach dem Spiel sind wir im Kreis und jubeln für den Sieg! Yeah!